Hallo und willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Sebasusum. Ja, es geht weiter auf unserem Bauernhof. So, ich dachte mir mal vor, weil eigentlich wollte ich mit Jürgen aufnehmen, aber der müsste eigentlich auch gleich kommen. Bevor Jürgen kommt, kann ich ja schon mal ein bisschen anfangen. So, das senken wir mal. Wir können ja schon mal ein bisschen anfangen zu pflügen. Das muss ja noch auch erledigt werden, da wir jetzt gerade spiele ich wieder online ohne Curseplay. Da könnten wir auch, müssen wir mal wieder ein bisschen was selber machen. Also lassen wir, pflügen wir erstmal ein bisschen das Feld. Ah, ich war glaube ich ein bisschen zu nah an der Seite, ne? Ja, aber wie gesagt, wir nehmen jetzt nochmal ein paar Folgen auf, Jürgen und ich. Mal gucken, wann Jürgen, der stößt gleich bestimmt zu uns. Der hat heute Reifenwechsel bei seinem Auto. Dann müssen wir nachher mal gucken, wann er kommt. Weil ich muss nachher auch noch los. Ich habe noch ein bisschen was zu tun heute. So, gucken wir mal. Bis an den Feldrand. Noch nimmt das mit. Ah, noch nimmt das mit. Und wenn das an der, bis an der Seite nicht so schlimm, dann kannst du halt ein bisschen Gras weiter wachsen. So. Ja, diesen Monat kommt LS19 raus. Ich werde nochmal gucken, ob ich mir schon diesen Monat hole oder erst nächsten Monat. Ihr wisst es, Weihnachten. Das kostet alles Geld. Da muss ich halt ein bisschen zurückstecken. Ist ja alles kein Problem. Da müssen wir mal gucken. So, genau. Und dann werden wir mal gucken. Wenn ich dann LS19 habe, dann werden wir auch dieses Projekt Sebasusum erstmal einstellen. Was heißt einstellen? Wir gucken dann, was wir geschafft haben, was wir nicht geschafft haben. Gut, das Projekt läuft ja auch erst noch nicht so lange, ne? Also wenn wir sagen, wir hätten das von Anfang an gespielt, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen, würde das ein bisschen anders aussehen. So, kurz einmal drehen. Rückwärts. So, ja, rückwärts, dann ist er drin. Dann können wir senken und dann können wir Gas geben. So, volle Lotte. Genau, dann können wir mal hier schon wieder hoch und runter fahren. Ja, wie gesagt, wenn wir dann doch LS19 kriegen, oder vielleicht kriege ich auch zu Weihnachten, wurde schon ein bisschen was angedeutet, könnte natürlich auch sein, dann starte ich halt ein bisschen später rein, das würde ich jetzt auch nicht so schlimm finden. Und dann würden wir sagen, gucken wir uns das Projekt an hier, Sebasusum, wie weit wir gekommen sind und was wir geschafft haben. Und dann würden wir uns LS19 zuwenden. Und dann müssen wir mal gucken, ich habe echt noch wenig Infos drüber gelesen, was so kommt, ich lasse mich gern überraschen. Guck dann wahrscheinlich auch bei den anderen Let's Playern, Burning Gamers, gucke ich ja immer. Gucke ich mir mal an, was da so alles neu ist. Und ich habe meiner Tochter ja auch versprochen, wir werden einen Pferdehof bauen. Also machen, bewirtschaften. Ne? Mädchen, Pferde, lieben sie. Und ich wurde schon gefragt, Papa, wann machen wir Pferde? Ich sage, ja, dann da geht das, da können wir das dann machen. So, gucken wir mal, dass wir ein bisschen vom Feld schon mal schaffen. Gucken, vielleicht kommt auch Jürgen bald. Warte, der ist aber auch am Kämpfen hier, ne? Unser kleiner Deutsch, welcher war das denn? Der 4... Die 6-11er, ne? Der 6-11er, der ist auch am Kämpfen, ist er. So, dann werden wir gleich mal wieder heben. So, dann heben wir mal den Flug. Normalerweise müssten wir ihn jetzt drehen, ne? Aber... wir können es auch so machen. So, und weiter geht's. Autopilot ein. Dann haben wir das Feld da hinten schon geerntet. Also nicht geerntet, fertig gemacht. Das machen wir hier noch. Die Ballen, die haben wir alle, ihr seht es, die Ballen sind alle drin gestoppt. Das waren über 110, auf jeden Fall, oder 116 Ballen, die wir aus den ganzen Feldern geholt haben. Jetzt werden wir hier schon mal das Feld ein bisschen bearbeiten noch. Noch mal ein bisschen hoch und runter fahren, dann könnten wir vielleicht noch mal, machen wir jetzt noch mal, sagen wir, ein paar Minuten fliegen wir noch, dass wir das auch fertig haben. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir sagen, wir machen den Helfer ein, ob der das schafft. Da bin ich mal gespannt, ob der Helfer das schafft. Dann lassen wir den Helfer halt mal ein bisschen laufen. Mm-hmm.
bin ja jetzt gespannt, ob sie die Kurve hinkriegt. Guck mal, ein Screenshot. Screenshot war doch hier auch mit. Genau. Wow. Kleiner Hänger. Jetzt bin ich mal gespannt. Ansonsten könnten wir noch wieder andere Sachen machen. Das war so klar. Okay. Du bist entlassen. Ach Mensch. Mein armer Flug, so aufklappen. Mein armer Flug, so. So. Wir müssen hier die Spur nochmal fahren, hat er nicht richtig gefahren. Oh Mann. So. Und setzen. Müssen wir nochmal einen Teil der Spur selber fahren. Ah, schade, hätte ja klappen können, aber die Helfer, ne? Könnte auch natürlich dieses Vehikel noch mit einnehmen, mit den schlaueren Helfer, aber lassen wir mal. So, komm. Fahren wir die Spur noch runter. Nicht, dass wir hier zwischendurch was frei haben. Hat das jetzt? Sind wir jetzt auf der Spur wieder? Ja, sind wir. Dann können wir heben. Können wir nach unten fahren und da weitermachen. So, ja, der Helfer ist ein bisschen nach links abgedriftet. Alter, das ist aber auch ein Boden hier. So, und da unten fahren wir wieder ran. So, zack. Und rückwärts. So. Und los geht's. Können wir wieder Tempomat reinmachen. Dann kann er schön fahren. Das ist sehr schön, der gute Flug. Ja, das ist, finde ich, ein echt schöner Traktor. Der hat auch einen schönen Sound und für Flügen reicht der auch vollkommen aus. Ja, schön den Boden einmal drüber. Das ist sehr schön. Ich kann jetzt aber auch nicht rausgehen, was anderes machen, ne? Ja, komm, dann werden wir noch mal ein paar Minuten. Werden wir mal flügen. Haben wir schon. Ein Fünftel, ein Sechstel geschafft. Vom Feld. Oh, dann bin ich mal gespannt, wenn dann LS19 rauskommt. Die Grafik soll ja auch komplett anders sein. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Dann müssen wir mal nochmal gucken, ob das auch mein Hightech-Rechner noch schafft. Ja, mal gucken, die 1060 kommt dann vielleicht auch an ihre Grenze. Müssen wir mal gucken. So. Ah, schöne Grafik. Ja, sehr schön. So, dann werden wir nochmal einmal runterfahren. So. Und gleich heben. Heben wir den Flug. Oh, das war ein bisschen zu früh, ne? Das war ein bisschen zu früh. Senken wir nochmal, dann machen wir das nochmal zwei Stück. So. Und wieder heben. Und nach hinten. Und Attacke. So, sehr schön. Ja, das müssen wir auch noch da hinten wegmachen. Das geht bei der nächsten Runde, geht das auch weg. Na, driftet er ein bisschen ab oder was? Bin ich in der Spur drin? Eigentlich schon. Gepiept aber.
Ne, bin ich nicht. So. Jetzt bin ich in der Spur drin. Ich mag Flügen einfach nicht, das mochte ich noch nie. Ja, mal gucken. Dann kämpft er sich runter und dann würde ich nochmal sagen, dann gehen wir nochmal kurz ein bisschen ins Maisfeld. Da können wir nochmal ein bisschen dreschen. Was ist das schon? Mais dreschen? Mais ernten. So, den Mais drischt man nicht. Nur Korn. Könnt ihr mir ja meine Kommentare schreiben. Erntet man den Mais? Ja, man sagt Maisernte. Nicht, man drischt den Mais, ne? Das glaube ich nicht, das sagt man nicht. So. Dann sind wir gleich unten am Feld angelangt und dann machen wir, drehen wir ihn einmal noch, dann steht er auch gleich richtig. Dann können wir noch mal ein bisschen Mais ernten. So. Genau. Sehr schön. Dann ein bisschen nach vorne. Heben. Drehen wir uns einmal. So, er ist drin. So, dann können wir in ihn einsteigen. Leer machen müssten wir ihn nochmal, ne? Zack. Na, komm her. Rückwärtsgang, unser guter Manns. Ja, dann müssten wir bald, wenn dann LS19 rauskommt, erstmal auf Mods wieder verzichten. Bis die ersten rauskommen, dauert es wahrscheinlich wieder ein bisschen. Und dann können wir mal gucken, was für schöne neue Mods rauskommen, was die Modder sich für LS19 ausdenken. So, zack. Komm her hier. So, sehr schön. Ja. Okay, du hast abgeerntet. So, können wir den schon starten. Starten können wir ihn schon mal. Das letzte raus, das letzte Korn. Dann kann man gleich das Rohr wieder einklappen. So, und ab geht die Post. Fangen wir direkt hier vorne an. Und rein ins gute Feld. Machen wir mal ohne GPS, das kann man auch so machen. Das kriegen wir auch so hin, hoch und runter fahren. Ich habe ja schon in der letzten Folge ein bisschen was vorgearbeitet. Da dachte ich, dass Jürgen schon da ist, dann hätte er das weitermachen können. Ich hätte gepflügt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Jürgen noch ein bisschen Urlaub, Pause. Ihr wisst, was ich meine, ne? So. Da zieht er alles ein, das ist sehr schön. Das ist auch unser letztes Feld, ne, genau. Feld links war abgeerntet. Das ist das letzte Feld, was wir abernten können erstmal. Und dann geht es wieder an Bodenbearbeitung, Sehen. Und dann sind wir soweit. Dann kann alles erstmal wachsen und dann können wir uns um unseren Hof kümmern. Da läuft auch alles derzeit. Wir haben ja noch keine Tiere, wo wir uns rum kümmern müssen. Wir sind ja gerade dabei, alles für die Tiere zusammenzusammeln. Schweinefutter haben wir schon, also könnten wir bald Tiere holen. Ein Wasserfass müssten wir, glaube ich, auch haben. Einen größeren Tierhänger, den würden wir uns allein, dass wir uns gleich mal mehr Tiere kaufen können. Da müssen wir mal gucken. So, in der letzten Folge habe ich, glaube ich, auch den MB-Truck verkauft. Ja, es ist ein schöner Trecker, Schlepper. Er hat auch richtig geilen Zaun. Ich bin auch schon öfters mal hinter eingefahren oder mir ist einer entgegengekommen im Real Life. Aber der ist so schwerfällig in Kurven fahren und so. Naja, das gefällt mir nicht ganz so. So, hier machen wir mal gleich ein Vorgewinde, dass man hier besser drehen kann. 40% einmal hoch und einmal runter. Meine Güte. Und soweit wie ich weiß, ist in LS19 auch der Season Mod mit verbaut. Den werden wir auf jeden Fall mitspielen. Müssen wir mal gucken, wie das so zeitlich passt, wenn wir auf wie viel Geschwindigkeit wir spielen müssen. Bin ich mal gespannt. Da lassen wir uns einfach mal überraschen und sehen, was passiert. Dauert ja dann wieder 2 Jahre, können wir das Spiel spielen. Ich habe ja auch noch nicht lange angefangen, LS17 zu
Let's Playen. Das ist ja aus einer Lust rausgekommen, weil ich das Spiel sowieso gern spiele. Und dachte mir, na, lasse ich euch einfach mal teilhaben an dem, was ich spiele. So, dann können wir mal wieder einen Rückwärtsgang einlegen. So. Und weiter geht's. Aber Leute, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Ich sag euch danke fürs Zuschauen. Vielleicht ist in der nächsten Folge Jürgen schon da. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall werde ich gleich weitermachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir Feedback, Kommentar oder auch zu LS19. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu halt sagt. Welche Map wir am besten spielen sollen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.